Hallo Meinung, mein heutiges Thema, wer darf welche Meinung sagen, wo darf er sie äußern und welche Konsequenzen hat es für den oder die Betreffenden? Nun hatten wir ja am Samstag Florian Schröder, seines Zeichens Kabarettist und gleichzeitig auch beim Öffentlich-Rechtlichen beschäftigt bzw. honoriert. Er sprach in Stuttgart von der Meinungsfreiheit und sagte, Meinungsfreiheit ist ja gegeben, sonst dürfe er hier nicht sprechen und stehen und sprechen. Lieber Herr Schröder, welche Meinung haben Sie denn vertreten? Sie haben die Meinung des Mainstreams vertreten. Vielen Dank, mein Name ist Schröder. Ich komme aus dem Mainstream. Ich komme aus dem Mainstream und bin eingeladen worden von Querdenken 711, weil ich im Fernsehen, im NDR, im Mainstream-Fernsehen aufgetreten bin. Und die haben mein Programm aufgezeichnet und es war ein Auftritt ohne Publikum, wie immer in diesen Tagen. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt, um die Wahrheit zu sagen. Wie wäre es denn gewesen, wenn Sie gesagt hätten, Sie haben berechtigte Zweifel, ob die Maßnahmen im Verhältnis zu denjenigen, die an Corona infiziert und verstorben sind, ob diese Maßnahmen gerechtfertigt sind? Hätten Sie das auch getan, Herr Schröder? Ich glaube nicht. Sie sind ein Opportunist, weil Sie genau wissen, so und so viele Aufrufe auf Ihrem Kanal und es bringt Ihnen mit Sicherheit wieder ein gutes Vertragswert bei den Öffentlich-Rechtlichen, das von uns durch 8 Milliarden refinanziert wird. Sie sagten auch, werter Herr Schröder, Corona sei eine gefährliche Krankheit, die sehr ernst zu nehmen sei. Ich bin der Auffassung, Corona ist eine hochgefährliche Krankheit. Masken tragen, Abstand halten, das einzig Sinnvolle. Jetzt darf ich den lieben Zuschauerinnen und Zuschauern mal eine Tabelle beifügen. Und zwar mit der Thematik, die tatsächlichen Todeszahlen im Verhältnis zum Coronavirus, Covid-19, je Millionen Einwohner in verschiedenen ausgewählten Ländern. Ich habe dazu heute Folgendes gemacht. Ich war heute früh einkaufen in einem Supermarkt und habe gesagt, geben Sie mir doch mal bitte Ihre gefühlten Todeszahlen durch Covid-19, durch das Coronavirus. Fangen wir doch bitte in Deutschland an. Ich habe Zahlen bekommen, die differierten zwischen 4% und 11%. Ich habe dann gesagt, wir haben in Europa, Belgien, das Land mit der höchsten Todesquote. Geben Sie mir doch bitte diese Zahlen an. Auch hier sieht man, dass die Presse und die Medienlandschaft ganze Arbeit geleistet haben. Hier wurden bis zu 15% genannt, was einer Ausrottung, leider Gottes, um Gottes Willen, was einer Sterblichkeitsquote gleich käme, dass die Bevölkerung von Belgien irgendwann mal in ihrer Existenz total vernichtet wäre durch das Coronavirus. Ich habe dann auch gesagt, wie schaut es denn mit Brasilien aus? Auch hier habe ich Zahlen bekommen, die differierten zwischen 8% und 22%. Also erschreckende Erkenntnislagen. Und hier muss ich sagen, Herr Schröder, hier tragen Sie natürlich auch dazu bei. Ich darf Ihnen sagen, die Todesraten im höchsten Land in Europa, Belgien, betragen 0,0851% bezogen auf 1 Million Einwohner. Ich wiederhole, Promillebereich 0,0851%. In Deutschland haben wir eine Quote gefühltermaßen, die es uns nicht mehr ermöglicht, unsere Kinder in die Schule zu schicken. Wir müssen unsere alten Menschen überlegen, ob wir sie wieder isolieren und dass wir unsere Kinder und Jugendlichen den ganzen Tag im Unterricht mit diesen Masken versehen. Wir fühlen uns auch genötigt, seitens derjenigen, die Bußgelder verordnen, 150 Euro, wenn die Maskenpflicht nicht eingehalten wird. Das geht ja weiter, das potenziert sich ja. Da haben wir hier ja unseren König Ludwig, den Herrn Markus Söder. Das geht ja in eine Richtung hinein, dass man dann auch sagt, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Denn wir leben im Grunde genommen jetzt vor dem zweiten Tsunami, vor der Welle, was Corona angeht. Deutschland, und das darf ich Ihnen sagen, Deutschland hat im Augenblick eine Quote per 10. August festgestellt. Das wird ja immer wieder hier eingeblendet. Die liegt bei 1 Million Einwohnern bei 0,011%. Ein Promille gefühlt, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wird uns suggeriert, das sind so zwischen 4% und 12%. Also man sieht, was hier passiert, ist wirklich das Geschäft mit der Suggestion.
Ich habe mich bisher verwahrt, deutlich dazu Stellung zu nehmen, aber ich sage eines, langsam kommt es mir wirklich so vor, es werden politische Ziele verfolgt und die Bevölkerung wird für dumm verkauft. Und was für mich besonders besorgniserregend ist, ich habe Kontakt zu einer Münchner Unternehmerfamilie, die Frau ist sehr gebildet und sie lässt sich voll auf diese These ein. Florian Schröder, der hat recht, dieser Mann und. Jetzt überleg doch mal, gefühlt suggeriert Deutschland zwischen 4% und 12% auf 1 Million die Todesrate. Es sind Promille, 0,011%. Selbst Brasilien hören wir ja nun immer, wir sehen dort leider Gottes auch suggeriert die Friedhöfe, dort wo Menschen, verstorbene Menschen aufgebahrt sind. Und wir haben in Brasilien 0,0475% auf 1 Million Einwohner. Das sind Promillewerte. Und uns wird suggeriert, die Menschheit steht vor dem Untergang. Nochmal zurückzukommen auf das Thema Meinungsfreiheit. Florian Schröder, der ja gesagt hat, ich stehe hier, ich kann meine Meinung äußern, also haben wir Meinungsfreiheit. Ihr seid für Meinungsfreiheit, das finde ich cool. Ich bin auch für Meinungsfreiheit. Mein Beruf lebt von der Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit heißt, alles sagen zu dürfen. Nun frage ich Sie, lieber Herr Schröder, gilt denn diese Meinungsfreiheit nicht auch für Polizisten, die auch Menschen sind? Wir nehmen Augsburg, wir nehmen Dortmund, diese beiden Polizisten, die ihre Meinung geäußert haben, sehr, sehr sachlich vorgetragen. Sie sind beide vom Dienst suspendiert. Meinungsfreiheit heißt, alles sagen zu dürfen. Hier will man doch ein Exempel statuieren, dass man sagt, ihr habt diesen Weg zu gehen. Wenn du Polizist bist und du äußerst dich in irgendeiner Form, dann wirst du suspendiert. Meinungsfreiheit heißt, alles sagen zu dürfen. Und das ist jetzt der Aufruf an alle Polizisten, Polizeibediensteten. Steht auf, lasst eure Kollegen nicht im Stich. Wir helfen euch. Wenn ihr möchtet, machen wir verpixelte Interviews mit Stimmverzerrung. Erzählt von euren Gefühlen, sonst werdet ihr krank. Und ich sage auch eines, liebe Polizeibedienstete, erhebt nicht Hand gegen die Bürger dieses Landes. Erhebt nicht Hand gegen Bürger dieses Landes. 1989 hat gezeigt, die Volkspolizei hat gesagt, wir gehen mit den Menschen. Fangt langsam an zu begreifen, ihr werdet ausgenutzt von Gesetzgebung, ihr werdet ausgenutzt von Politgrößen, von Politeliten, alle wie sie sind. Wir haben ja einen Gleichklang. Hier bitte ich euch wirklich, überlegt mit Herz und Verstand, erhebt keine Hand gegen die Bürger dieses Landes. Wenn ihr irgendwo hingehen müsst, da wo die linke Fraktion ist, die Riegauer Straße in Berlin, Prenzlauer Berg in eine brenzligen Gegenden hinein, da werdet ihr zurückgezogen, da müsst ihr alle rechtlichen Notwendigkeiten erfüllen. Ihr werdet in eurem Ausüben eures Dienstes, werdet ihr behindert bis zum geht nicht mehr. Ihr habt einen Diensteid geschworen. Der geht auf die Verfassung und aufs Grundgesetz. Der geht nicht aufs Parteibuch. Und es ist Fakt, jeder im obersten Bereich der Polizeibehörde hat ein Parteibuch. Und wenn er dieses Parteibuch nicht hätte, dann wäre er nicht in dem Amt. Das heißt also, es ist im Grunde genommen ein politischer Würdenträger mit einer Uniform. Und ihr seid es nicht. Ich bitte euch, schreibt mich an unter kontakt@hallo-meinung.de. Lasst uns Interviews machen, schreibt mir Briefe, ich werde sie vorlesen. Aber bitte erhebt nicht die Hand gegen das Volk. Das Volk wird aufstehen. Das ist dasselbe von der Bundeswehr, das ist KSK, das sind sämtliche Verbände, wo man irgendwo sagt, lasst euch nicht in den Dreck ziehen. Es ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Schaut mal bitte auf unsere Seite www.hallo-meinung.de. Wir werden kämpfen, wir haben ein komplettes Team, das steht bereit. Journalisten, Journalistinnen, wir stehen bereit. Bitte unterstützt uns. Und parteimäßig bin ich der Meinung, muss auch ein bisschen was passieren. Und wird auch in Kürze passieren. Euer Peter Weber. Bitte dieses Video teilen, den Kanal abonnieren. Wir brauchen euch. Wir müssen als Menschen zusammenhalten. Und sprecht mit den Menschen, die dann sagen, lasst euch nichts vormachen. Ich danke fürs Zuhören, euer Peter Weber.